Na schön, dann behalt den Kinderkram. Hey, warte! Spitze ist fest, nicht komplett? Dir ist schon klar, dass eigentlich ich derjenige bin, der aufs Gymnasium darf. Einer von uns beiden ist hier überflüssig. Na schön, dann hau du doch ab. Keine gute Idee. Was würde Mama wohl sagen, wenn du plötzlich wieder der Alte bist? Spinnst du? Keiner braucht dich. Das ist mein Zuhause, nicht deins. Das ist meine Mama. Mama mag keine Versager. Was meinst du wohl, warum sie sich von Papa getrennt hat? Bist du bescheuert? Im Gegenteil, du bist bescheuert. Du hast gesagt, du gehst, wenn ich dich nicht mehr brauche. Und du hast die Regel zuerst gebrochen. Wir sehen uns wieder. Diese Aufgaben sind zu leicht für mich, Frau Klavitter. Für mich auch. Wir wollen schwerere Aufgaben als die schweren Aufgaben von gestern. Denn die schweren Aufgaben von gestern sind für morgen zu leicht. Und das morgen zu leicht ist überhaupt überflüssig. Ja, schwerere Aufgaben. Ab in den Spiegel mit dir. Du hast hier nichts mehr verloren. Los, mich los. Ich mag keinen, du Flop. Du kannst einen Biegen machen, Nullchecke. Nein, Emil! Hör nicht auf ihn! Nein! Emil! Emil! Hier ist kein Platz für Luschen. Hier ist kein Platz für Vollidioten! Oh, du sollst da drin sein! Alter, lass mich los! Emil! Emil! Unsere ganze Klasse ist im Spiegel verschwunden! Dunja auch, verstehst du? Dunja, du musst mir helfen, sie da wieder rauszuholen! Aber ich komme hier nicht raus! Emil, neulich im Freibad, ich wollte nur gemein sein. Du bist doch viel cooler als der, der ist doch von den Hohlbühne. Emil, du bist witzig und schlau und mein bester Freund. Fridolin muss viel disziplinierter werden. Wie sehen Sie denn seine Chancen? Ich sehe Fridolin auf jeden Fall nicht als Gymnasiast. Vielleicht liegt es aber auch an Ihrem Unterricht. Du musst das schaffen. Und dazu musst du dich jetzt halt auch mal anstrengen. Habe ich doch gar keine Zeit mehr zum Spielen. Der neue Film von Markus H. Rosenmüller. Hallo Frido. Ich bin dein Spiegelbild. Da bin ich. Zu deinen Diensten. Ich bin perfekt. Stell dir vor, du schreibst nur noch Supernoten. Ab morgen bist du ein 1A-Schüler. Würdest du nicht in die Schule gehen? Freiwillig? Gerne. Das wäre mega. Ohne hier zur Schule zu gehen. Noch 10 Minuten. Fertig. Das ist alles richtig. Das müssen wir feiern. Doch kein Plan ist perfekt. Die hocken für dich in der Schule? Und alle denken, du wirst plötzlich so ein Superstreber. Wo hast du den her? Na, ihr Luschen? Die sind gefährlich. Die wollen uns unser Leben wegnehmen. Der einzige Weg, perfekt zu sein. Guten Morgen, Frau Klavitter. Unsere ganze Klasse ist im Spiegel verschwunden. Ist du selbst zu sein. Einer von uns beiden ist hier überflüssig. Das ist mein Zuhause, nicht deins! Die ganze vierte Klasse ist auf einmal so. Wir müssen unsere Klasse retten. Yes! Unheimlich perfekte Freunde. Leopold! Fetzt nicht das Ding, sorry. Demnächst im Kino.